Einen wunderschönen guten Abend und hallo, hallo allerseits und herzlich willkommen zu Spielwiese Deluxe live. Guten Abend mit Para und am Mikrofon natürlich wie immer euer Para. ja, schön. Ich muss auch arbeiten, was wir brauchst du gar nicht beschweren. Ja, wird knapp. Also ich habe 2 Stunden angesetzt. Aber Vera, schön, dass du da bist. Wo ist die Buschfroni? Ja, und du bist Primavera. Genau. Ja, herzlich willkommen hier in unserer guten Stube wieder. Ich bin ganz froh, dass ihr wieder bei mir seid. So. Das ist gut, dass die auch wieder kommt. Auf der Autobahn. Ja, dann soll's mal schön vorsichtig fahren. Ich nehme jetzt ein Schlückchen. Rest. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, schreiten wir zur Tat, wechseln die Seiten und machen die Musik aus. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf Deponia. Leider ist erstmal noch der Bildschirm schwarz, aber jetzt gucken wir mal. Müsste sich jetzt eigentlich widerlegen. Ja, schön. So. Diesmal war ich jetzt so klug und habe jetzt auch mein Handy auch noch mit dazu geschaltet, weil wie gesagt, das Spiel ist ja auf Vollbild, da kann ich jetzt so jetzt nicht auf den Check gucken, nur über das Handy. So, und dann geht das. Du musst zu Lena, wer ist denn das schon wieder? Achso, ach die Hübsche. Bei der warte ich bis heute noch, dass die mal vorbeikommt. Dann sagst du dir mal einen schönen Gruß, die so mal vorbeikommst und scheppert's. So, auf geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Schauen wir doch einfach mal vorbei. Da wissen wir schon mehr. Na, hörst du wohl? Hello?
Also, das sind wir doch. Der zieht gerade richtig schön demonstrativ die Seite zu uns her. Ja, wir sind immer noch in Deponia und ich glaube, da werden wir die nächsten 7.000 bis 8.000 Jahre noch bleiben müssen. Letzte Amtshandlung, an die ich mich erinnern kann, ist, wir haben den Dietrich gefunden. Und zwar in der Notfallstation von Professor Gizmo. Und da würde ich jetzt mal sagen, wir gehen jetzt einfach da mal wieder zurück. Warte mal. Ja, genau. Ja, wir haben beim letzten Mal ja auch den Papagei haben wir ja noch eingepackt. Erstmal schön einschläfern lassen. Und dann schön elegant in die Jackentasche. Also da passt der Pick rein. So, jetzt gehen wir jetzt mal zum Arztschrank, weil ich glaube, da müssen... Mist, abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Ja. Bricht doch das Ding einfach auf, weil wir müssen da eh ran. Eine Spritze. Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Hä? Was mache ich jetzt da oben? Ich drücke jetzt einfach mal drauf. Ah, okay. Ich muss das jetzt aber ein bisschen intensiver mir mal angucken. Also, da können wir jetzt mal sagen, also da, wo überall ein Haken ist, das haben wir schon geschafft. Also. Und war jetzt das Letzte. Was, Eier? Muss ich einen Kuchen backen auch noch, oder was? So. Wenzel? Das war aber... Wünschelrute. Ja, die habe ich doch schon. So. Batterie. Keine Ahnung. Da, also da... Das ist eigentlich dann das Hauptziel. Goal knutschen. Darauf setzen wir jetzt alle Hebel, die wir zur Verfügung haben. Aber ganz ehrlich, also diese ganzen anderen Herangehensweisen, die nehme ich jetzt mal als unlogisch hin und tue das wieder weg. Und bin froh, dass ich eine Spritze habe. Und er hat doch gerade gefragt, wie sowas schmeckt. Also beim Zahnarzt habe ich mal so eine Spritze gehabt und der hatte... Die Spritze, die war ganz komisch. Die hat sich so angehört wie so... Ich werde so ein Kugelschreiber, wenn du so auftauchst. So, tuk, 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 tuk. Er ist dann quasi angegangen und hat dann, da ist dann quasi wie diese Mine, ist ja dann die Nadel ist dann so rausgekommen. Die hat er so quasi so aufgedrückt. Und da habe ich dann so ein bisschen von diesem, von dem Serum ist mir da ein bisschen was in die Zunge gefallen und das war ekelhaft bitter. Glaubst du gar nicht? Aufputschmittel. Aufputschmittel, muss das dann auch in Kaffee? Ja, aber... Oder muss ich es dann damit aufziehen? Warte mal. Schauen wir mal. Ihr liebt Kuchen. Ja, ich liebe auch Kuchen. Dann gehen wir jetzt mal zurück zum Stier. Vielleicht hilft es was, wenn ich dem dann jetzt die Spritze da reinjubel. Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Oh, Kinderspiel. Nein! Aua! Ach, da ist er!
dachte, er wurde zirkelt. Stierblut? Check. Oh, cool. Das will ich doch gar nicht. Ich habe den bewusstlosen Vogel. Ja, Moment, jetzt habe ich erstmal. Spritze mit Taurin. Ja, genau, das ist dieser Koffeinersatz. Warte mal, soll ich das vielleicht da reinhauen? Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Ah, gut. Energiereiches, belebendes und klares Wasser. Jetzt habe warte mal, wo ist die Chilischote? Ach, die habe ich schon in die Mühle getan. Hä, aber wo ist jetzt die Spritze? Habe ich die hab ich jetzt nicht mehr? Ist jetzt die Spritze weg? Aber vielleicht liegt da noch eine. Oder Moment, nee. Warte mal, Aufputschmittel? Nein, das hat gar keinen Effekt. Was? Hast du das gehört? Oh, süß. Er redet im Schlaf. Warte mal. Er schlägt nicht drauf an. Habe ich das Gas etwa falsch dosiert? Ach was, ich weiß schon, was ich tue. Das wäre jetzt echt geil gewesen. Er schlägt nicht drauf an. Habe ich das Gas etwa falsch dosiert? Ach was, ich weiß schon, was ich tue. Nichts. Kann ja nicht alles so lebendig sein wie meine Fantasie. Mist. Wie krieg ich jetzt diesen scheiß Gockel? Wie krieg ich den jetzt wach, verdammt? Hey, Aufputschmittel wäre das Logischste gewesen, aber gut, nee. Ja, Vera, ich weiß schon, was du sagen wolltest. Ich muss wie Su vordenken. Also so unlogisch, wie es eben nur geht. Ballon er mit Lachgas. Er ist bereits ausgenockt. Ja, das wäre, glaube ich, das Höchste. Ich suche erstmal Schwarzpulver suchen. Aber soll ich mal mit dem Hanik nochmal reden? Hallo nochmal. Was sagt der denn? Schnutzipu. Sprengplan. Wie genau? Oh, der Sprengmeister legt die nächsten drei Stangen, läutet er. Ich gebe das Signal dann weiter, dann wird gesprengt. Richtig, danke. Bis bald. Schön. Schwarzpulver. Rufsäule. Von wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und dreht Däumchen. Das kann ich auch. Können wir eigentlich den Laden noch übernehmen, ne? Weiß ich. Nützt es was, wenn ich nochmal Bum Bum mache? Ich gehe mal zum Wenzel. Ist da hier noch irgendwas?
Warte mal, ich gehe mal kurz so rüber. Nee. Nee, ist noch nichts passiert. Schade. Ich mache jetzt einfach mal bum bum. Ich mache jetzt nochmal bum bum, weil es so schön ist. Ich gebe mal nochmal eine Einleitung. Immer wie Rufus einen Plan hat, aber das Blöde ist, Rufus oder bei mir, wie heißt du, der hat keinen Plan. Der Schwarzpulver kommt in eine Kanone rein. Das muss hier irgendwo eine Kanone geben. Ne, ich glaube da. Ne, ich glaube, da, nee, da passiert nichts. Moment. Moment. Moment, mir dämmert's. Moment, Moment. Nein, nee, 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 nee. Ich muss zur Hütte zurück und dann ans obere Stockwerk wahrscheinlich. Na, geh mal hoch, mein Güster. Hinten durch. So. Ah, bum bum. Ups, oh, oh, oh. Falscher Knopf gedrückt. Du. Nee, nee, nee. Blindgänger. Trichter? Warte mal. Ah, habe ich jetzt doch noch was freigelegt. Das ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit. Ist mir wurscht. So, bück dich. Gut. Blindgänger. Bum, bum. So. Schweißgerät. Sehr gut. So, So, dann habe ich alles. Na gut, da ist schon mal eine Kanone. Warte mal. Soll ich die mal anzünden? Niemals. Mein Inventar könnte abbrennen. Und Toni wird es nicht noch einmal flicken. Mist. So, zack, auf Papagei, hast du Brathähnchen. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Mist! Stopft mit der Ding in den Schnabel? Sein Schnabel ist zu klein für den Trichter. Schade, man bedenke nur die Möglichkeiten. Tust ein Haushalt hinten rein, in die Kloake. Fernrohr kann er nicht bedienen. Warte mal. Ich glaube aber, da passiert auch nichts. Hä? Ups. Nee. Ja gut, wenn es hier nichts mehr gibt. Du, lass mal einfach ein bisschen. Eine Plörre. Lass mal einfach ein bisschen Creme raus. Wenn der Spind, da war ja nichts, ne? Nee. Spind wieder zu.
Toilettentür. Hä? Soll ich die Rakete zerhäckseln oder was? Hä? Nee, oder? Muss jetzt echt den Blickjäger da reinschmeißen, oder was? Da ist tatsächlich schwarzes Pulver drin. Aber wie bekomme ich es da raus, ohne mich dabei wieder in die Luft zu sprengen? Toll. Ah, wat? So, steck den Trichter rein. Nicht kleckern, sondern klotzen, war schon das Motto meines Vaters. Ich persönlich finde Kleckern gar nicht so verwerflich. Wart mal. Aufschneiden. Na, wer sagt's denn? Schwarzpulver. Ganz einfach. Einfach aufschneiden. So, Schwarzpulver. Check. Eine Prise Schwarzpulver. Hau rein, Mann. Zu fehlt kurbeln. Nur noch eine Zutat. Wie bitte? Oh Mann, lass mal das Rezept mal anschauen. Kaffeepulver. Kaffee brauche ich jetzt noch? Hä? Wo soll der Kaffee noch geben? Kram. 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 Gewichte. Was man halt so... Mir fehlt Kaffeepulver. Ja. Betäubter Papagei. Wünschelute. Ja, Schwarzpulver ist drin, aber in dem Moment, guck mal. Ich zeig dir das Rezept nochmal. Energiereiches Wasser, check. Wasser, klares Wasser, check. Heiße Bohnen, also Chilischoten, check. Belebendes Wasser, check. Klares Wasser, check. Aufputschend. Ja, das muss man dann in die in den Automaten wahrscheinlich reinstecken. Klares Wasser? Klares Wasser habe ich doch schon. Nö. Wart mal. Nochmal. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Was sollen denn heiße Bohnen sein? Klares Wasser. Wo gibt's denn sowas? Was für schwarzes Pulver kann denn hier bloß gemeint sein? Mach mal das Ding nochmal auf. So, jetzt was Flüssiges da rein tut, oder was? Aufputschmittel? Aufputschmittel. Ganz einfach. So. Zumachen. Jetzt Kurbel. Los. Komm, nochmal kurbeln. Nochmal. Je feiner, umso stärker, sagt man doch, oder? So, ein fünftes Mal, letzte Drehung.
So, aufmachen. Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos. Der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Geil. Kaffeepulver. So. Dann geh jetzt mal zu Lonzo und schmeiß mal alles rein. Vielleicht, weiß nicht, vielleicht sagt er mir doch, dass noch was fehlen könnte. So. Kaffeepulver? Das Pulver habe ich schon mal. Das ist. Was macht der jetzt? Achso. Oder nochmal nachgegossen oder was? So. Energiereiches, belebendes Wasser. Ab in den Tank damit. So, das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Jetzt explodiert. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret, ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espresso-Versum! Au, Backe. Mehr Druck! Mehr Druck! Okay, okay. Hä? Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Ah, da liegt er! Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Eine! Busch, Frodi, ja, schön, dass du da bist. Du hast den wichtigsten Moment gerade verpasst. Oder vielleicht hast du es gerade noch gesehen. Das edelste Tröpfchen haben wir gemixt. Geil! Ja, wir haben Espresso. Das geben wir dem betäubten Papagei. Kommt mit dem Papagei zusammen und er legt Eier für uns. Passt. Das ist ein lecker Frühstück noch. Was will ich denn mit der Goal? Alter, bin ich denn das Wahnsinns? Ey, meint ihr, ich werde Goal gegen den ollen Papagei und so einen ollen Gockel eintauschen? Nee. So. Na dann haben wir mal los hier. Goal, ich komme. Trinki, trinki. Wenzel, verpfeif dich, du Arsch. Ich hasse dich. Der Koks hier wieder weg. Espresso? Goal. Schlürf. Was ist das für ein beißender Geruch? Das ist Medizin. Mhm. Sagt wer? Sag ich. Und wer ist hier der Arzt? Sag du. Sagen wir es zusammen? Ich. Unentschieden. Drei Gewinnrunden. Du. Ich. Ja, gewonnen. Mist. Scheiße. Ja,
Was soll das werden? Das ist Medizin. Und wer ist du? Hä? Papa, Moment. Schnupper mal dran. Hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden. Und dabei geht sie nur in eine Richtung. Aber nein, es gibt Leute, die haben das mehr verdient. Wenzel! Aber nein, es gibt Leute, die haben das mehr verdient. Lotig? Papa Rufus. Mein Fehler. Niederbrennen. Natürlich. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitz und dabei geht... Ballon mit Lachgas? Soll ich ihn so... Gizmo hat meine Philosophie zur Um... Und dabei geht sie nur in eine Richtung. Aufhetzerei. Soll ich jetzt vielleicht doch nochmal Bum-Bum machen? Das ist ja beim letzten Mal mit dem Rathaus hat es so gut geklappt. Jetzt. Sie schlafen doch so gerne, also einmal tief durchatmen. Das wäre wie Öl ins Feuer gießen. In langweilig. Mist. Ich wüsste nicht, dass ich noch was finde. Ich hab doch eigentlich schon alles. Da ist ja ein Karton, aber da sind Luftballons drin. Guck mal, so der kann den Wenzel an. Das Einfachste wäre jetzt eigentlich gewesen, die einschläfern zu lassen. Wünschelrote. Reparierter Dampfer. Vielleicht soll ich es von der Entfernung mal versuchen. Ach nee, jetzt geht er wieder rüber. Sau. Möchtest du mal Probe? Vielleicht soll er mal Probe trinken. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. Ja. Aber ich glaube, sprengen kann ich nicht mehr, ne? Erdmagnetfeld. Gizmo hat meine Philosophie zur Um- und dabei geht sie. Arzt, Feuerwehrmann und Polizist, ja. Soll ich vielleicht da in den Raum zurück? Soll ich sein Notfallzimmer mal kurz mal wieder vorbeischauen? Warte mal. Feuerlöscher. Ich habe etwas, was Gizmo gehört. Ein Dittrich. Dietrich. Handschweißgerät. Der Feuerlöscher ist zu... machen wir zu. Kriege ich den nicht hoch?
Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Heiße. Schloss. Der Arztschrank habe ich noch. Moment. Ne, da war ja nichts drin, ne? Schloss knacken. Muss ich noch ein Schloss knacken? Ja, ich habe doch den Dietrich. Ja, den haben wir schon. Spritze und so. Das haben wir ja alles schon. Fernschreiber. Ja, gibt's da irgendwas? Ja, wir müssen sie aufwecken. Aber die lassen mir nicht den Kaffee geben. Ja. Hab ich doch schon versucht. Schau mal, die lassen mich nicht. Was soll das werden? Das ist Medizin. Mhm. Und wer ist hier der Arzt? Du. Ja, wäre keine blöde Idee, aber wo soll ich es legen? Da wäre es zu einfach. Da wo die Luft... Moment! Der Karton ist ja doch... Die lagern hier offenbar schon eine ganze... Ich frage mich, warum auf... Hä? Ja, 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 ja. Nicht voll voll. Gizmo voll voll. Sufo voll voll. Was riecht denn hier so komisch? Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Wo ist das Feuer? Na dort, die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, Ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. Räucher Gizmo. Oh, hat er jetzt da was freigelegt? Stethoskop. Mikrofon. Pack doch mal ein, oder? Na endlich. Ich dachte schon, ich muss für immer in diesem Schrank bleiben. Oh, oh. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Medizinmodus aktiviert. Dr. Gizmo zu Ihren Diensten. Wie steht es um die Patientin? Unverändert, würde ich sagen. Die Diagnose überlassen Sie am besten dem Arzt. Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort. Alarm! Diebstahl! Polizeimodus aktiviert.
Wachtmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Niemand verlässt den Tatort. Ich schau mal. Stethoskop? Der hat doch ne, der Lotek an der Tasche. Führ den mal ab, bitte. Oh. Aber Rufus, Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. So, das reicht jetzt aber. Ach, kommen Sie, Gizmo. Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Das ist doch wohl... Aha, da ist ja auch der Corpus Delicti. Damit ist das Puzzle komplett. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Diebischer Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Lotek. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten aber. Ich will aber nicht. Sie haben keine Wahl. Ach ja? Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Ich will ihn lieber nicht stören. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Ich will ihn lieber nicht stören. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst zack, boom, weg. Na und? Ich muss nur noch sicher gehen, dass auch kein Tropfen verloren geht. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Trichter. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Ui, ja. Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. So, wohl bekomm's. Ich... Was? Wo? Wer war das? Ich war das. Aua! Rufus? Hä? Alles okay bei dir? Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich. Sie liegt gleich da vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. Alter! So. Nee. Das machen wir jetzt. Hier. Ein Goal. Ey, was soll das denn jetzt? Haut sie dem Retter ein auf die Fresse. Also ich glaube, ihr brennt der Hut, hä? Goal, ich bin's, dein Retter. Bisse, Putz. Nein, Rufus. Ja? Putz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby. Ritzel, Fitzel, Blitzel. Komm, bagger sie noch ein bisschen an. Sag mal, hat das nicht wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Och komm, das war witzig. Nee. Weil, ich meine, du bist ja wirklich vom Himmel gefallen. Also war das witzig. Verstehst du? Die redet ja so, als hätte man ihr das Hirn entfernt. Ja, ohne Witz, ey. Oh Mann. Alter. Muss ich jetzt Überstunden schieben oder was? Komm. Hallo? Jemand zu Hause? Haus. Ich nehme das mal als ein Ja mit Einschränkungen. Komm zu dir. Sup. Kartoffelsup. Sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten. Ja, also passt doch. Nehmen wir mit. Also, ich finde sie cool. Es ist so ist sie mir fast schon sympathisch ist sie mir jetzt. Ja, ohne Witz geil. Aber gut, wenn alles nicht hilft, dann muss man jetzt
Man muss jetzt neidlos anerkennen, sie hat jetzt eine neue Sprache erfunden. Und Gott sei Dank kann Sufo diese Sprache auch. Demonstration? Bitteschön. Ritzel, Fitzel, Britzel? Nimmer, Fremmel, Silber. Super. Läuft auch. Kugel, Wugel? Basel, Fasel, nimm, nimm, nimm. Ey, Alter, was willst du mit Fasel? Was willst du mit Basel? Willst du jetzt in die Schweiz mit einer Flitterwoche machen? Geil, passt. Pack deine Sachen, fahren wir nach Basel. Basel, Fasel. Mammel, Franz? Bim, fidi, bum, klapp, klapp. Widi, widi, wit, bum, bum. Ah, ja, so schön. Ach, das führt doch zu nichts. Die Frau ist ja total plem, plem. Plem, klem. Was habe ich auch erwartet, dass sie mich mit nach Elysium nimmt? Elysium, wir müssen zurück nach Elysium. Wie war das? Schreckliche Dinge. Der Organon hat uns verraten. Schnell, wir müssen zurück. Nach Elysium, ja, du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Was? Nein, das Klitoris? Ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet. Rufus? Ich verstehe nicht. Wo bin ich hier? Du bist ziemlich übel gestürzt. Der Arzt sagt, du leidest unter Halluzinationen. Es ist verwirrend, aber ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu ihm bringen? Wer ist Cletus? Mein Verlobter. Oh, du, ich weiß nicht. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Immerhin... Er wird dich großzügig belohnen. Oh, das, großzügig? Versuch, Cletus zu kontaktieren. Er wird nach mir suchen. Wie großzügig genau ist denn großzügig? Vielleicht kannst du ihn über Funk erreichen. Er wird versuchen, mich zu finden. Meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Also, für einen Verlobten hat er bislang nicht sehr viel für dich geleistet, weißt du? Bitte, Rufus, du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Tja, das stimmt wohl. Du kannst hier wirklich nur mir trauen. Nur mir. Und du hast deinen noblen Charakter bereits unter Beweis gestellt. Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf das Wort großzügig zurückzukommen. Bitte, Rufus, kontaktiere Cletus. Ich wäre dir unendlich, unendlich dankbar. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber... Das Kreuz eines Helden. Warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein? Weil wir dich lieben. Mistreck. Goal ist verlobt. In Klitoris. Das heißt, wir müssen Klitoris kontaktieren. Kontaktiere Cletus. Klitoris. Was willst du mit dem? Was willst du mit dem? Komm, brenn mir Bier durch. Ich fahre wieder nach Basel. Hallo, Dr. Gizmo. Ah, Rufus, tut der Kopf noch weh? Das Einzige, was mir wehtut, ist, dass ich noch immer in diesem Kaff festsitze. Ich fürchte, dafür habe ich keine Medizin. Außer vielleicht diesen Rat. Das hier ist dein Leben. Akzeptiere es. Was ist denn nun mit Goal? Ich glaube, es ist das Implantat. Es wurde bei ihrem Sturz beschädigt. Ein neues Implantat reinpflanzen, oder? Goal muss zurück nach Elysium. Guter Witz. Nichts, was auf Deponia landet, kommt je zurück nach Elysium. Aber was wird dann aus ihr? Der Bürgermeister hat entschieden, dass sie hier in Kuwak bleibt. Und ich halte das für sehr vernünftig. In ihrem Zustand würde ich einem Transport ohnehin nicht zustimmen. Selbst wenn das Ziel realistisch wäre. Moment mal, der ist doch im Knast.
Ich bin doch jetzt der Bürgermeister. Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Toll. Feuer! Unmöglich! Das hätte man... Sie haben eine eigene... Ja, die Das war mein letzter Geburtstag. Es gab einen... Ah. Ich glaube, ich erinnere mich so... Ich mich auch. Unglaublich, was acht Kerl... Das haben wir schon beim letzten Mal gehabt. Diebstahl! Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert. Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt, vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen, seit deinem achten Lebensjahr... Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast... Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein! Menno. Mäh. Ich komme wieder. Ich kann es kaum abwarten. Kleiner Schwenk zu Expendables 2. Ich komme wieder. Wie oft willst du noch wiederkommen? Genau an das hat mich dieses Zwiegespräch erinnert. Ja, dann. Hey, was treibst du da? Ich dachte, ich darf garantiert kurz mal an ihrem Hebel ziehen. Guter Witz. Aber... Nein! An seinen Hebel ziehen, der Pfui-Teifel. Wir müssen funken. Soll ich mal den Baum niederbrennen, oder was? Ich kann doch nicht einfach den letzten Baum... Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Ja. Gebe hier den Papagei? Dafür brauche ich nur mein gutes Aussehen und meine Gentleman-Manieren. Aber ich behalte das mal als Plan B im Hinterkopf. Ich muss Klitoris kontaktieren. Warte mal, ist da die... Da ist doch die Notrufsäule. Warte mal, passiert da was? Wenn ich jetzt da drauf drücke? Der heißt jetzt Klitoris, ganz einfach. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Ja, Toni hat mein komplettes Schlagzeug weggeworfen. Und dabei hatte ich gerade erst den Paintball-Modus eingebaut. Rufus? Ja? Geh bitte aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Aber es geht hier um meine Rechte als Ex-Freund. Ich... Boah, ich hasse telefonieren. Wenn ich jetzt ins Rathaus wieder zurückgehe, was passiert dann? Wichtig genug sein, der ein Funkgerät hätte. Bürgermeister? Der doch einen Telegrafen, also so eine, oder einen Fernschreiber hat der. Hilft etwas? Diese Technik ist voll für die Katz. Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister. Hä? Entweder war da eine Katze. Nö. Gegensprechanlage? Nächster bitte! Die Lotti. Ich wollte einfach nochmal ihre bezaubernde Stimme hören. Wo war ich noch nicht drin? Post! Ich sagte, weg da! Das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist. Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Hallo, Lotti. Du schon wieder? Ah!
Von wo aus kann ich ein Funkgespräch führen? Da sprichst du am besten mit dem Telefonisten. Der arbeitet in der Post. Aber die Post ist geschlossen. Tja, dann kannst du dir die Idee wohl in die Haare schmieren. Ha? Ja, wunderbar. Was bringt mir die Post, wenn die zu ist? Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Aber Moment. Der Trichter? Was? Den Trichter brauchen wir doch wieder. Moment. Manipulation. Warte mal. Ich habe eine Rede zu halten. Oder so. Mitnehmen. Passt. Mikrofon. Warte mal. Papagei? Damit kriege ich die Schlafmütze auch nicht wieder wach. Wir drehen es so, dass off ist. Also da ist jetzt die Uhr. Zurück. Du Sau, zurück. Uhr. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Alter. Lange Finger, leise Treter, Rufus war der Übeltäter. Iku. Cool, wir haben eine Uhr. Sollen wir jetzt mit der Uhr zur Lotti gehen, oder was? Ja, ich versuch's mal. Ich glaube, die Post hat auf. Postana! Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nee. So, rein da. Ah, das ist ja geil. Der schaut aus wie diese, ja. Kennt ihr aber noch die Deutsche Bundespost? Die gab's so bis, keine Ahnung, Mitte der 90er. Also ich habe die eigentlich aber so jetzt nicht mehr groß gehabt. Aber ich kenne auch so alte Bilder davon und die haben auch solche. Die haben auch solche Uniformen gehabt und solche Kappen da oben. Ne? Also die waren so richtig so in Blau mit so goldenen Applikationen drauf. Ne? Ja. Und die war ja damals war die ja noch staatlich. Genauso sieht das Ding aus. Also ich bin mir sicher, die haben das da abgeguckt. Ja. Was gibt's denn hier Feines? Ersatzkarte schon. Na, red erstmal mit ihm. Erstmal reden, erst anmelden. Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Nachsendeantrag. Ich möchte einen Nachsendeantrag stellen. Nennen Sie den Grund für den Nachsendeantrag. Ich wohne in Zukunft in Elysium. Selbstüberschätzungs-Error. Scheiße. Also, ich habe das schon festgestellt gehabt. Manche Dialoge hier führen einfach zu nichts, sind einfach nur lustig, oder? Nur was jetzt wirklich... Was jetzt da wirklich helfen würde, ist das hier. Von wo aus kann ich funken? V-
Von wo aus kann ich funken? Ausgehende Funkgespräche können von jedem angemeldeten Privatgerät aus geführt werden. Wo finde ich denn so ein angemeldetes Privatgerät? Es ist kein privates Fernsprechgerät für Außerortsgespräche registriert. Was soll denn das heißen? Man muss doch irgendwie nach außen funken können. Nicht von einem privaten Gerät aus. Dann leihen Sie mir doch Ihres. Ganz einfach. Sind denn andere Fernsprechgeräte registriert? Es existieren 3 Registrierungen für Innerortsgespräche. Eine Anlage befindet sich im Büro von Bürgermeister Lotek, eine weitere am Empfang des Rathauses. Die 3. Anlage ist das Notrufsystem der Notfallstation. Aber von da aus kann man nur interne Gespräche führen? Na, perfekt. Super. Gibt es denn gar keine externen Geräte? Es existieren keine externen Geräte außer dem Horchposten der Post und dem Backup-System im Tresorraum. Na, das sind doch schon mal 2. Beide Geräte sind nicht zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Verdammt! Ich würde gerne selber ein privates Gerät für Außerortsgespräche anmelden. Sehr gerne. Wo soll das Gerät installiert werden? Tonis Hütte liegt im Planquadrat 4, direkt am Ausgang des Osttunnels. Ihr Auftrag wurde registriert. Die Installation der Anlage wird voraussichtlich in Kalenderwoche 63 abgeschlossen sein. Was? Das ist ja erst in einem Vierteljahr. Bis dahin werde ich Kuwak schon lange verlassen haben. Die Installation der Anlage dauert 3,799 Monate. In diesem Zeitraum wird Ihr Haus von der Strom- und Wasserversorgung der Gemeinde getrennt. Ohrenschützer gegen den Lärm der nächtlichen Bohrungen sind im Preis inbegriffen. Wie möchten Sie zahlen? Toni zahlt für mich. Klar ist er, Ihr Haus. Ich wollte schon immer sowas. Ja. Aber ganz ehrlich, die Trolle hat es aber auch verdient, hey. Aber tu mir was Gutes und sie zahlt da die Scheiße noch. Passt doch. Geben und nehmen. Darf ich in den Tresorraum? Nur über meine verrosteten Wrackteile. Das können wir arrangieren. Doch mal. Darf ich in den Tresorraum? Nur über meine verrosteten Wrackteile. Das können wir arrangieren. Mann, bist du langweilig. Ich meine, macht dir der Job überhaupt Spaß? Definieren Sie Spaß. Also bei dir ist ja echt Hopfen und Malz verloren. Spaß halt. Wie wenn jemand vor deinen Augen in eine offene Müllgrube fällt. Oder wie aus Versehen den Fuß anzündet. Zerstörung ist Spaß. Ja. Wenn sie nicht dir passiert. Ich mag es, die Luftblasen in der Knickerfolie zu zerdrücken. Ist das auch Spaß? Wenn's dir gefällt. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen, die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Und das passiert so gut wie nie. Aber wenn es passiert, dann ist hier bestimmt Party. Knickerfolie. Du hast also ein Faible für Knickerfolie. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur um Pakete so. Und... Was ist denn das für ein Kratzen? Kommt das etwa da aus dem Kasten? Das sind die Ersatzpostkatzen, die da kratzen. Das Kratzen in dem Kasten kommt von Ersatzpostkatzen? Es ist der Ersatzpostkatzenkasten. Krass. Zungenbrecher war das jetzt nicht, oder? Ersatzpostkatzen, wie putzig. Und sehr nützlich. Ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch, aber nur mit Putzmittelersatz. Das ist sehr lästig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? In den Ersatzpostkatzenkasten Putzmittelersatzsack. Potzdonner. Dieses Wort buchstabiert ihr mir bitte.
Ja, stimmt, der Papagei brauchen wir. Jetzt, Moment. Bis später. Erstmal aber hier möchte ich mich doch mal ein bisschen umsehen, wenn ich schon mal da bin. Ah, eine Klappe. Kann man doch schön öffnen, oder? Oh. Man lässt eine Katze die Briefmarken lecken? Na, wenn die mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Die kann ich nicht einpacken, oder was? Schade. Klappe auf. Oh, ach süß. Eine Katze in einem Laufrad. Süß. Naja, ein bisschen befremdlich. Da gehört eigentlich Hamster rein. Satzkasten, Schublade. Fehler. Dann halt nicht. Wie jetzt? Fehler. Dö. Dann halt nicht. Na oben los. Wippvogel. Wippvogel, Funkgerät. Funkgerät, oben. Hoch. Fehler. Dann halt nicht. Du kommst hier nicht rein. Schade, die Katzen kann ich nicht mitnehmen. Was? Auf den Horchposten. Hoch. Wer das? Hat der Telefonist? Petschrank. Was ist denn da drin? Schrank? Nee. Oh, das sind Tauben. Die heißt bestimmt Taube nichts. Ja, mehr ist da nicht. Quatschen wir mal den Polizisten hey, an. Hallo. Nee. Hm? Ja, was gibt's? Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesen... Klitus oder so. Er hat euch den ganzen Morgen noch nichts zu tun. Klitus? Der Funkspruch war für mich. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Du solltest eigentlich nicht einmal hier oben sein. Wenn da nichts drin ist, dann legen wir einfach was rein. Oder zünden es an. Ich muss dringend funken. Ich müsste dringend mal funken. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Naja, du hast ein Funkgerät. Finger weg! Dieser Apparat ist nur für Postangestellte. Du kannst meinetwegen funken, bis dir der Schaum aus dem Ohr läuft. Aber nicht von diesem Gerät aus. Capito? Mist. Ah, Moment. Ja, warte mal. Lass erstmal. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube langsam, es ist wahr, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut, alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Richtig. Wirst du nicht mal müde? Willst du mich aufziehen? Das hier ist Kuwak. Ich habe alle Ruhe der Welt. Wovon sollte ich müde werden? Vom bescheuert Aussehen. Erster Diss. 1-0 für Sufur. Ding, ding, ding. Kann ich denn wenigstens die Kopfhörer ausborgen? Spinnst du? Die brauche ich für meine Arbeit. Nette Tauben. Unsere Brieftauben? Es sind schöne Tiere, nicht wahr? Wenn man Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Wirklich? Woher weißt du das? Ich habe ihnen starke Elektromagneten um den Hals gehängt. Und schwupps sind sie in die falsche Richtung geflogen. Ach. Ja, direkt auf diesen rostigen Metallberg dort zu. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun, oder? Ich gehe dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Ja, stimmt ja. Erdmagnet haben wir. Moment. Nehmen. Und rein.
Tür zu. Okay, und jetzt? Hey, huhu, hallo. Hm? Ja, was gibt's? Was war das mit den Tauben? Du meinst die Tatsache, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Ist das nicht faszinierend? Ja, das ist nicht faszinierend. Ja. Ich gehe dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Also, die Tauben orientieren sich am Erdmagnetfeld, richtig? Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumregle. Ich liebe es, Gott zu spielen. Ich auch. Ja, Anleitung erstmal bitte. Jeder weiß, dass sich Brieftauben am Erdmagnetfeld orientieren. Stimmt ja, das ist ja für Erstklässler. Ich bin ja mit dem Wissen schon auf die Welt gekommen. Aber nur Profi-Ornithologen wie Rufus oder Sufo wissen, dass sich dicke Tauben an starken Erdmagnetfeldern orientieren. Mittlere am mittelstarken und kleine an schwachen. Ausgerüstet mit diesem Spezialwissen sollte es ein Klacks sein, für ordentlich Wirbel im Taubenschlag zu sorgen. Drehe die Scheiben am Erdmagnetfeldmanipulator, schönes Wort, um die grünen Relaisknoten vertikal aufzureihen. Drücke dafür den Relaisknoten in der Mitte der Scheibe. Das geht nur, wenn er aktiv ist. Die Anzahl aktiver Relaisknoten in einer Spalte bestimmt, welche Taube in welchem Taubenschlag zieht. Die linke Spalte manipuliert zum Beispiel die Feldstärke im kleinen Taubenschlag. Oh, das ist mir zu kompliziert, Vera, das kannst du machen. dreh die Scheiben. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Nee. Also du Sau, mach halt... Komm. Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Warte. Der hat Gurr gemacht. Da kann ich... Gurr? Nochmal Anleitung, Moment. Also. Die Relaisknoten sind also quasi diese grünen Punkte. Geht nur, wenn er aktiv ist, also in der Mitte der Scheibe. Wenn jetzt der in der Mitte an ist, kann ich den auch drehen. Zu unnettes. Lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Gute Idee. Die hat doch, die kriegt doch jetzt einen schönen Funkanschluss, ne? Glasfaser, passt doch. So. Ja. Wie war das gleich? Das sind Geschenkgutscheine. Und du bekommst tolle Geschenkgutscheine.
Ich muss weg. Aber du... Damit kriege ich die Schlafmütze auch nicht wieder wach. Was hast du da? Reicht es dir etwa noch nicht, mein Haus mit deinem Müll vollzustopfen? Musst du ihn jetzt auch... Eigentlich... Dann stirb... Richter? Sein Schnabel ist zu klein für den Trichter. Schade. Man bedenke nur die Möglichkeiten. Hey, du! Aufwachen! Geht doch, Schnarchschnabel. Er geht doch. Jetzt ist er wach. Schön. Hey, Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo, hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow. Er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni. Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus. Raus. Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Ah! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Ah! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen. Und übrigens mit der Mutter. Dö, dö. Zweiter Diss. 2-0 für Sufur. Sie mann ihn. Ja. Schön, ne? Ich mann ihn auch. Aber ich habe immer noch Espresso. Das ist... Ne, ich glaube, den kann ich noch öfter benutzen. Gehen wir wieder rein? Ich will noch mal sehen. Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen. Nur um... Warte mal... Da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Ah, arme Toni! Ah. Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Ah. Er ist so ein kluges Tier. Toll. Ich sagte... Ja, nimm die Füße. Da muss man schon klug aussortieren. Kann man ja nicht alles auf einmal machen. Und, sieh her... Meine Füße sind schon mal nicht auf irgendeinem Tisch. Oh, nicht auf tief? Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ach, tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut. Ah. Alles Lügen. Hä? Nein. Toni übt offenbar einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ah, Rufus hat die Bremslöcher an Frau Kulis Rollstuhl zerschnitten. Ah. Ja, das war lustig. Nee, oder? Nein. Toll. Ich muss den Gockel wieder mitnehmen. Soll ich ihn da wieder... Was? Telefonstreich. Notrufsäule. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer, bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Können Sie das nochmal wiederholen?
Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Rufus züchtet Heuschrecken im Getreidesilo. Coupons. Ich sag... Ja, nimm die... Da muss man schon... Und sie... Oh, nicht tief. Kann ich sie jetzt einschläfern? Darf ich dir einen... Nein, da, darauf war nicht noch... Ballon mit Lachgas? Alles schon probiert. Das Einzige, was wirklich gegen Toni hilft, ist ihr Beruhigungsmittel. Toni bestechen, betäuben. Was hast du da? Reicht es dir etwa? Musst du ihn jetzt auch... Dann was hast du? Rein musst du ihn dann stirb... Trink mal davon. Um Himmels Willen, das wäre Selbstmord. Stimmt. Blasrohr, ich hab doch keins. Wuck, Muss ich wahrscheinlich hoch, Da ist doch ein Fenster. Wart mal. Eine wunderbare Idee. Fehlt nur noch das Blasrohr. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. ja. Er braucht jedenfalls ein Blasrohr. Was wissen Sie noch? Rufus hat die alte Maschine missbraucht, um Schindeln vom Rathausdach zu stehlen. Strohhalm? Katapult? Was wissen Sie noch? Rufus ist ein Nichtsnutz! Ich hab's schon dabei! Handschweißgerät? Was wissen Sie niemals noch? Mein Inventar könnte abbrechen und Toni wird es nicht noch einmal fliegen. Trichter! Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Was wissen Sie noch? Tatsache. Rufus züchtet Heuschrecken im Getreidesilo. Jetzt aber. Nein! Hier. So. Jetzt. Was von wegen Sie Arbeit. Noch? Das kann ich auch. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Fresse, du Federvieh. Du vermaledeites Federvieh. Was zum? Ein Dartpfeil? Gleich? Und? Ach, was rege ich mich eigentlich so auf? Strike! Yes! Jetzt kann er die Coupons mitnehmen, ist doch schon mal schön. So, mitnehmen. Hey Toni, ich nehme mir ein paar von den Coupons, okay? Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Und wo wir gerade dabei sind, übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? Und du kannst das nicht mehr... Und da ist... So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen immun gegen Beruhigungsmittel. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Moment mal, was? Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, ich sagte Coupons. Donnerwetter? Was für tolle Coupons. Die Finger davon, die sind abgezählt. Abgezählt für mich, ne? Ich muss weg. Das sage ich. Aber du. Tschüss. Ich weiß nicht, wo du deine Coupons hast. Ganz ehrlich, wenn du
Wenn du auf dein Zeug, so, wenn du mit deinem Zeug so nachlässig umgehst, selbst schuld, wenn es jemand ab, wenn es jemand sich unter den Nagel reißt. Die hat die Maschine missbraucht, um Schindel vom Rathausdach zu stehlen, wa? Rufus ist ein Nichtsnutz, wa? Rufus. Er ist zumindest abgelenkt. Der Job ist so lang und selbst. Die Coupons kann ich jetzt dem Postboten geben. Dann ist er mal ich beschäftigt. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Bitteschön. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Oh. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Rufus hat die Antenne von Frau Henkes Traktor geklaut. Kurr. Und tschüss. Und noch einmal, bitteschön. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus. Geben Sie Adresse. Was? Okay. Frankierung noch eins, oder was? Gescannt. Die Frank... Ein Le- Taube... Rufus hat die alte Maschine missbraucht, um Schindel vom Rathaus... Ja, die machen einen super Job. Soll ich die jetzt einschläfern lassen, oder wie? Narkotikum? Katze. Stimmt, die sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Komm, Kitty, Kitty. Wie entspannt sie auf einmal ist. Oder eher andersrum. Narkotikum. Der gebe ins Espresso. Stimmt. Sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Komm, Kitty, Kitty. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Moment mal. Den Espresso muss ich ihr geben, die ist doch im Laufrad. Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Na komm, hau mal rein, Mann. Nochmal. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Naja, wir wollen es mal nicht. Du willst eine winzige. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Rufus züchtet Heuschrecken im Getreidesilo. Rufus hat die alte Maschine missbraucht, um Schindel vom Rathausdach zu stehlen. Das Erdmagnetfeld hat ihrer und Leute vom Schlafen abhalten. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Passieren, wenn ich jetzt darüber gehe. Für ein großes Paket. Soll ich nochmal machen? Ich habe hier diese Geschenkgut ein leichter geben. Wie jetzt? Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt.
Ich will ein schweres, verdammt. Kleine Taube-Verschlag wird gestartet. Rufus hat die alte Maschine missbraucht, um Schindel vom Rathausdach zu stehen. Toll. Aber gar nichts. Warte mal. Ah, warte mal. Da oben sind doch Lämpchen. Leicht, Rufus, mittelschwer. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Muss spielen. Ah, okay, Moment. Also. Schwer und schwer. Dreh die Scheiben. Dicke Tauben an starken Magnetfeldern. Kleine an schwach. Warte mal, da geht's ja noch weiter. Gerät ein Relaisknoten beim Drehen aus dem offenen Teil des Gehäuses, dreht sich die Scheibe so lange weiter, bis alle aktiven Relaisknoten wieder sichtbar sind. Soweit, so easy. Jetzt muss Rufus nur noch herausfinden, welche Anordnung ihm einen Vorteil bringt. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch, halbe Stunde circa. Überspringen, nee, das mache ich jetzt mal, das probiere ich jetzt mal, beim letzten Mal habe ich es ja schon übersprungen. Machbar ist es ja für euch vielleicht, ne? Nochmal zurück. Spalte manipuliert zum Beispiel die Feldstärke im kleinen Taubenschlag. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Ups. Hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Also. Hier. Das muss ich jetzt bestimmt füllen. Ich muss jetzt wahrscheinlich alle Relais-Knöpfe. Auf 1 rüber tun. Moment. Weil die ist ja ganz links. Die ist ja da ganz links. Das in der Mitte ist die fette. Okay. Genau. Du brauchst die kleinste Taube im Vorschlag, wo sie immer rausfliegt beim Pakt verschicken. Mit dem Pakt verschicken, gut. Ja, dann habe ich jetzt hier jetzt die kleine Taube aktiviert, ne? Ah! Warte mal. Habe ich jetzt schon? Die kleine Taube ist jetzt da drin, in dem Ding, wo die, in dem Häusle, wo die Schwerpakete sind. Das müsste die mittlere sein und das ist die fette. Habe ich jetzt...
Hilft dir aber nur nichts bei einem großen Paket. Wie jetzt? Sind's wieder? Deswegen haben die Gurr gemacht, weil die den Platz gewechselt haben. Das ist jetzt die fette Taube. Geht's nochmal hier zurück? Ja, genau. Die kleinste und den großen Taubenschlag. Für die große Taube. Ja, die fette Taube muss dann in das linke Feld. Oder nicht? Habe ich doch schon. Habe ich doch schon gemacht. Guck. Die kleinste ist jetzt im größten. Ja, hab ich doch schon. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Okay, dann machen wir nochmal. So. Nochmal verschicken, bitte. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Was? Versand. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Rufus hat die alte Maschine missbraucht, um Schindeln vom Rathaus nachzuschicken. Cool. Aber jetzt ist die Taube wieder da. Ja gut, jetzt ist... Also die Tauben sind jetzt schon mal richtig. Ich muss jetzt gucken, dass ich ein schweres Paket wegschicke. Soll ich die vielleicht pennen lassen oder wie? Schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Eine Mischung. Für chemikalische Experimente jetzt braucht. Eine Katze in einem Lauf. Süß. Die werden wir jetzt. Oder die. Die werden wir jetzt mal pennen lassen. Gucken wir mal. Was passiert jetzt? Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse. Was? Frankierung wird gescannt. Fehler
Fehler. Das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Ah, jetzt wird schwerer, okay. Knick, knicke, die Knick. Ein schweres Paket wird verschickt. Geil! Aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Jetzt bin ich mal gespannt. So, bam. Jetzt komm. Aua. Das war jetzt gerade geil, oder? Oh Mann. Abgestürztes Paket. Erstmal Polsterfolie nehmen, oder? Knick. Was, Knick? Wie Knick? Knick. He, he. Das gefällt ihm, hä? Knick, knicke, die Knick. Oh yeah. Fehler. Fehler. Ist was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke die Knick. Oh yeah. Wie du willst. Boah, jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung rausgesprungen. War ja abzusehen. Aber hätte ich jetzt das Paket mitnehmen sollen? Ich will es trotzdem dahin. Ja, ich kann es eh nicht aufnehmen. Na gut, schade. Nützt es was, wenn ich jetzt zum zum Telefonisten. Das bringt nichts, oder? Hey, Juhu. Hallo. Ach, du schon wieder. Lass dich kurz. Was soll das zu tun? Die hat die Maschine missbraucht, um Schindeln vom Rathausdach zu stehlen. Ich geh dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Geh ich genauso. Vom Kinderkarussell geklaut. Und der ist für eine Weile beschäftigt. Ich muss funken. Ich muss funken. Halt! Zurück, du Depp! Zurück! Der Tresorraum ist offen! Er wird nicht mehr bewacht! Eine für sofort und eine für unterwegs. Mitnehmen! Ui, cool! Eine für sofort, eine für unterwegs. Zettel. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Ziffernblatt. Ach Mist, da muss ich einen Code eingeben. Warte mal, Zettel. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Zettel und dem Code gibt? Bestimmt nicht. Sonst wäre ich schon längst darauf gekommen. Wie jetzt? Zu Wippvogel.
brauche einen Zahlencode. Soll ich zum Erdmagnetfeld wieder zurück? Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Wenn ich durch die Löcher gucke, erkenne ich, dass dieser Zettel stinkt langweilig ist. Warum habe ich ihn nicht auf der Poststation gelassen? Ob es einen Zusammenhang zwischen dem bestimmten ist, sonst wäre ich schon... Dann verbrenn halt die Scheiße. Und Toni... Niemals. Und Toni... Wenn ich durch die Löcher gucke, dass dieser Zettel stinklang. Warum habe ich ihn nicht auf der... Warum jetzt auch irgendwie... Eine für sofort und eine für unterwegs. Moment. Au! Sie krallen sich an mir fest. Sie wollen da wohl nicht mehr rein. Gut, ich hab schon mal Katzen. Vielleicht der Toni geben? Bitteschön. Was hast du da? Reicht es dir etwa noch? Musst du ihn hier eigentlich... Wie bitte? Oder stirb ein... Was hast, reicht es, musst du eigentlich, dann stirb. Ja. Ich habe jetzt die Ersatzkasten, Katzen geklaut. Hey, aufhören! Nicht mit der Wünschelrute spielen! Was wissen Sie noch? Rufus hat Fischfett in das Trinkwasser gekippt! Hey, auf nicht mit der Wünschelrute spielen. Was wissen Sie noch? Brauchen die Wasser? Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Geh ja wieder raus, mein Zipfel, du. Mein Zipfelbube. Diese Technik ist voll. Hier ist eine Oh. Hä? Entweder war da... Für die Katz? Katze auf der Tastatur. Ich wette, ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Die Katze, hat er gesagt, die muss ich aufheben. Gut. So, was passiert jetzt? Lass mal schauen, wie geht's dem jetzt? Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Hey, huhu, hallo. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Du schon, lass dich kurz. Rufus ist der Teufel. Kann ich jetzt funken? Ich fand diesen aber nicht aus. Die hat die Maschine missbraucht, um Kinder vom Rathaus zu abzählen. Und wo aus kann ich denn dann funken? Rufus, nein, extern. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut. Dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube, langsam bin ich beleidigt. Wieso langsam? Na gut. So und... Toll. Ich gehe dann mal. Mach das. Du sollst... Ich genauso. Warte. Moment. Hey, hallo. Ach, du schon wieder. Lass dich kurz. Ich habe zu tun. Irgendwo... Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Wirst du nicht mal müde? Ich muss zugeben, wenn da unten noch eine Idee kommt, auf Dauerfunk zu stellen, ist bei mir der Sack zu.
Von wo aus kann ich denn... Nein. Außer diesem Apparat gibt es... Na gut, dann nehme ich Hilfe. Den Tresorraum anbrechen. Ich glaube langsam, dass es war, was meine Ruhe leidet. Moment. Was macht die Arme? Hier ist gerade das Chaos. Jetzt ist bereits die zweite Leitung ununterbrochen blockiert. Wenn noch einer auf die Idee kommt, auf die Hoffnung zu stecken, drehe ich durch. Das ist mal sicher. Robot hat den Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Kann ich jetzt funken? Ich fahre diesen Apparat aus. Ich gehe da. Warte mal, Moment. Das waren ja zwei. Die Gegensprechanlage brauche ich noch. Da kommt. Soll ich da die andere Katze draufhauen oder was? Gegensprechanlage. Soll ich die Katze da draufsetzen? Na, willst du auch mal? Okay, stimmt. Nächster bitte. Süß, aber nur eine Taste für vier Pfoten scheint mir doch enorm ineffektiv zu sein. Klingel? Ich will die Katze noch nicht aus dem Sack lassen. Super. Mikrofon, Gegensprechanlage. Da fehlt ein Adapter. Kleine Klinke auf großer Blödsinn. Da fehlt ein klein großer... Dietrich. Da kommt alle Hilfe zu. Gegensprechanlage. Gute. Oh, die Schnur zu hart. Das hat jetzt, glaube ich, gar nichts gebracht, oder? Warte mal. Komm, das Rätsel will ich doch noch lösen. Was war, genau, zwei waren ja im Büro. Das ist doch dann die Gegensprechanlage. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Soll ich das vielleicht auf die Gegensprechanlage drauflegen oder was? Na, der hat auch eben gesagt, das bringt nichts. Wenn ich durch die Löcher gucke, lass dieser Zettel. Warum habe ich ihn? Ich will die. Na? Nächster bitte! Süß, aber nur eine Taste für vier Pfoten scheint mir doch enorm ineffektiv zu sein. Aber soll mir das Ziffernblatt eigentlich da weiterhelfen? Wo? Wart. Da hat doch irgendwas gesagt. Drei, zwei, eins. Blatt Papier bekommen für den Code. Warte Nummer. Hier fehlt nur der Code. Wenn ich durch die Löcher gucke. Warum habe ich ihn.
Wenn ich durch die Löcher... Warum habe ich... Wenn ich durch die... Warum... Ob es einen Zusammenhang zwischen... Bestimmt nicht. Sonst wäre ich... Hier fehlt... Ja, da... Code. Ja, ich habe ein Blättchen. Guck mal. Ist es der? Zettel. 1323? Soll mir das was helfen? Warte mal. 1323? Ja, Löcher sind drin. Aber er hat gesagt, es besteht kein Zusammenhang. Eins, drei, zwei, drei. Wieder falsch. Ja. Moment. Also, die erste Zahl von dem Ding ist die 6. Und dann die dritte Zahl ist wieder die 6. Und dann hier die zweite ist die 4. Dritte Zahl 9. Also 6, 6, 4, 9. Nee. Moment. Halt. Erste Ziffer ist die 3. 3, 6, 4, 9. 3, 6, 4, 9. Ich probier's damit. 3, 6, 4, 9. Haha, Rufus in the house. Und jetzt ist er im Safe. Jetzt geil. Ist er schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au. Yeah. So. Was passiert jetzt hier? Ja, natürlich. Nee. Bitte. 3. Was war das jetzt nochmal? Ne, den habe ich jetzt nicht mehr. Mistdreck. Hoffentlich habt ihr euch aufgeschrieben. 3, 6, 4, 9. Also für alle. Bisschen Spoiler muss ja drin sein. Der Code für die Kombi heißt 3, 6, 4, 9. Und mit diesem Code verabschiede ich mich von euch. So. Dann speichere doch mal bitte. So. Ich würde mal sagen, Schluss für heute. Ich muss sagen, dass das heute doch ziemlich gut gegangen ist, muss ich mal sagen. So, machen wir jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen Musik. Yeah! Dankeschön. Aber auch dank eurer mentalen Unterstützung. Muah. Super, dann würde ich jetzt mal sagen, lass uns das beflügeln und wir sehen uns dann in der nächsten Woche dann wieder mit Deponia, hoffentlich, aber wann genau, kann ich jetzt aber noch nicht sagen. Da mache ich das einfach mal so. Sobald ich das dann weiß, werdet ihr auf YouTube und auf Instagram informiert.
ansonsten bis dahin, wenn ihr mögt, sehen wir uns dann morgen wieder zu Pokémon Smaragd Eurovision Style. Gleiche Welle, gleiche Stelle um 18 Uhr. So. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen ausgewogenen Restabend und eine grusame Nacht. Bis dahin, haut rein und bis morgen 18 Uhr. Bye bye, euer Paranoise.